Heute schauen wir uns mal eine Onboard-Lab aus Most an und ich berichte euch dazu mal so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks, wie ihr in Most vielleicht sicherer und auch schneller fahren könnt. Ihr wisst bestimmt schon einiges von Most, vielleicht sind aber ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht gewusst habt, von dem her lohnt sich bestimmt zuzuschauen und dran zu bleiben. Ich steige gleich ein. Und zwar, natürlich habe ich hier die Onboard-Lab-Kamera drauf, mit in dem Fall der Insta. Ich weiß, ihr mögt sie nicht, aber in dem Fall, reiner Schulungszwecken, ist es ein Vorteil, weil ich kann hier rumdrehen und können uns die genauen Punkte anschauen. Es geht ja nicht darum, jetzt ein spektakuläres Onboard zu zeigen, sondern wirklich zu zeigen, was tatsächlich Sache ist. Wir sind auf der Startziel. Startziel ist verhältnismäßig kurz, also man ist relativ schnell am Ende der Startziel. Und da geht es natürlich so ein bisschen um den Bremspunkt. Und der Bremspunkt ist in Most so ein Thema, weil die erste Kurve ist nicht einsehbar. Und für das Gehirn ist es immer so ein Brain-Did-It, wenn du nicht siehst, wo du hinfährst. Das heißt, du musst dir wirklich einen visuellen Bremspunkt suchen und den einfach stumpf abfahren. Ich hole mir da im Endeffekt das Ende dieser Boxenmauer. Das 200-Meter-Schild da drüben sehe ich zum einen nicht, zum anderen ist es mir eigentlich zu nah. Natürlich abhängig davon, wie schnell komme ich denn da an. Ich bin jetzt in dem Turn 1,37er Rundenzeit gefahren, das ist nicht so langsam. Trotzdem ist mir das 200-Meter-Schild ein bisschen zu spät. Und ich versuche eigentlich so ein bisschen zu investieren beim Anbremsen in Kurve 1, um den Exit aus der Schikane raus zu verbessern. Das heißt, da hier am Ende der Startziel auf den letzten Meter zu bremsen, ist meiner Meinung nach nicht der Schlüssel zum Erfolg auf dieser Rennstrecke. Klar kann man da ein bisschen was gewinnen, aber das ist nicht das große Ganze. Von dem her peile ich hier diese Ende Boxenmauer an, weil ich das Schild hier drüben auch nicht sehe, muss ich sagen. Und mein Kopf dann schon so ein bisschen nach rechts ausgerichtet ist, um eben so früh wie möglich die Kurve zu sehen, die man jetzt noch nicht sieht. So, jetzt sieht man sie immer noch nicht genau, man sieht sie relativ spät, weil es geht so flach hinein. Man sieht dann nur diese Hütchen, die da hier sind und in dem Fall halt den anderen Fahrer, was ein Vorteil ist, wenn da einer ist, weil du einen Anhaltspunkt für die Kurve hast. Nichtsdestotrotz ist es extrem schwierig. Man muss hier lange außen bleiben, ja, und auch schon dementsprechend früh umgesetzt sein, eben schon vorm Anbremsen im besten Fall. Aber ihr seht ja schon, der Kopf muss schon hier noch in die Rechtskurve hineinschauen. Nicht nur die Augen, nicht nur so, sondern wirklich der Kopf und den Punkt quasi abscannen. So, dann ist hier wirklich ein enges Innensein notwendig. Man sieht, ich bin quasi mit dem Motorrad, mit dem Reifen exakt auf der weißen Linie und mit dem Oberkörper quasi schon fast an dem Hütchen, weil das einfach so eng ist, ne? Und eng ist nicht immer gut. Hier ist es halt ein Problem, weil du halt sonst die Strecke so schmal machst und dann der Exit aus der zweiten Kurve, also links, dementsprechend schlecht wird. Und hier ist auch wichtig, Geduld zu haben, maximal bis zur Mitte zu kommen und im besten Fall nochmal so einen Schlenk dann nach rechts zu machen, so ein Hup, ne, so ein wirklich so ein Rüber, dass man halt wirklich hier drüben rüberkommt, um einen guten Anschluss auf die Kurve zu haben. Und die ist viel wichtiger als wie die rechts. Und deswegen auf die konzentrieren. Wir können ja schauen, auch das Umsetzen ist hier ein Thema. Ich mache das quasi, ich gehe auf der Bremse hier rein. Und setze quasi das Motorrad mit so einem leichten Gasstoß. Den sieht man jetzt nicht so. Setze das Motorrad quasi mit so einem leichten Gasstoß um. Ich gehe eigentlich schon relativ früh wieder ans Stützgas. Und zwar in Theorie hier am Scheitelpunkt. Ich lasse die Bremse hier los und hier habe ich das Stützgas schon wieder an und hebe das Motorrad mit so einem Stützgas aus der Rechtsschräglage hinaus. Witzigerweise habe ich den einen Finger schon wieder auf der Bremse, obwohl ich, das verstehe ich selber nicht, mache ich unterbewusst. Und da muss man auch schauen, dass man früh als möglich das Stützgas schon wieder anlegt. Und hier ist halt extrem wichtig, innen zu bleiben, um den Ausgang zu treffen, ne? Um hier nicht hier draußen zu sein, sondern eben hier innen zu sein und dann den Ausgang zu wählen. Und hier ist extrem wichtig, dass du Meter machst. Und hier, jeder, der schon mal mit der 1000er gefahren ist, weiß, dass das Motorrad immer wielt. Und zwar so wielt, dass es halt schon fast nervig oder wirklich überdimensional nervig ist, weil du einfach nicht vom Fleck kommst. Das Motorrad so, und du hast das Gefühl, du fällst hinten vom Motorrad runter. Deswegen ist hier wichtig, ein wirklich gutes Rausbeschleunigen minimiert das Wheelie-Verhalten. Ha, könnte jetzt ein Trugschluss sein, ist aber so. Warum? Wenn ich gut rausbeschleunige, habe ich mehr Spin am Heck. Und umso mehr Spin am Heck ich habe, desto mehr slide ich so ein bisschen über die Hinterachse. Und umso mehr slide ich habe, desto weniger Wheelie habe ich.
Und das ist hier ein Riesenthema. Ein langsamerer Fahrer hat hier tendenziell mehr Wheelie-Neigung wie ein schnellerer. Deswegen, wenn jemand hier stark Wheelie hat, empfehle ich, früher zu beschleunigen. Das ist, ist auch eine gefährliche Ansage, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, umso mehr Spin ich übers Hinterrad habe, desto weniger Wheelie. Und hier muss man wirklich schauen, lang innen bleiben und dann muss hier auch so ein bewusster Pickup kommen, das Motorrad so richtig so aufrichten und dann beschleunigen. So kurze Info nebenbei, ich versuche das Video in zwei Teile oder sogar drei Teile zu machen, weil ich hier so wirkliche Details sonst nicht auf die ganze Runde in ein Video bringe, sonst wird das eine Video zwei Stunden lang, das geht nicht. Deswegen machen wir wirkliche Details und können uns auch mal um so Off-Topic-Sachen unterhalten, jetzt wie mit Wheelie-Verhalten und so weiter. So, und jetzt kommt so ein richtiger Pickup. Zack, habt ihr gesehen, so richtig so, bumm, einmal das Moped von einem wegschubsen und um quasi auf die Flanke zu kommen und dann das Gas aufzudrehen und dann kommt so ein Slide. Und jetzt, wenn wir nochmal jetzt wirklich bewusst auf die Gashand schauen, in den Fluss, dann ist das wirklich ein Anlegen und pam, also erst Pickup und Vollgas. Also das ist jetzt innerhalb, da geht die Kurve so hoch. Und da versuche ich natürlich einen kontrollierten Slide zu generieren, um weniger Wheelie-Neigung zu machen haben. So, und dann natürlich bis außen. Und jetzt kommt natürlich die Power und jetzt kommt das Motorrad vorne hoch, obwohl die Honda da relativ gut ist im Verhältnis zu Yamaha. Die Yamaha macht viel, viel mehr Wheelie. Die Honda ist einfach kopflastiger, das ist hier ein Vorteil, wo es woanders Nachteile hat. So, und jetzt ist wichtig, wirklich aus den Rasten zu kommen. Ne? Ihr seht es, man muss wirklich schauen, dass er mit dem Oberkörper nach vorne kommt, also mit dem Kopf eigentlich über die Kanzel drüber. Und das geht halt nur, wenn du dich in den Rasten stellst, wie so ein Kamelreiter, wie so ein Discjockey, keine Ahnung, irgendwas. Es ist extrem anstrengend, kostet wahnsinnig viel Kraft, weil du hast das Gefühl, dich zieht es nach hinten vom Motorrad runter. Jeder, der schon mal Most gefahren ist, kennt das Gefühl mit der 1000er. Vielleicht auch mit der 600er oder eher nicht. Und da ist wirklich wichtig, aus den Rasten zu kommen, wirklich den Arsch, der muss so hoch über dem Sitz sein. So, und dann leitet man natürlich aber sofort die Linkskurve ein, weil man muss schauen, dass man darüber kommt. Und man kann hier eigentlich gar nicht so zu früh einlenken. Das ist also eine Mutkurve. Ich schalte quasi, eigentlich schalte ich von 2 auf 4, das heißt, ich mache einen Short Shift, 2, 3, 4, bam, bam, bam. Und dann halte ich Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und wenn ich nach links einlenke in diese lange Links, drehe ich das Gas oder roll das Gas so ein bisschen zurück Richtung Stützgas. Nicht ganz Stützgas, so minimal. Und sobald ich hier innen angelangt bin, ungefähr hier am Curb, hat man jetzt auch kurz gehört, fange ich wieder an zum. Und dann versuche ich wirklich das Gas nochmal aufzumachen im Sinne von 100%. Was wahnsinnig viel Überwindung kostet, weil das Motorrad leidet hier einfach. Man ist schräg, aber man ist nicht so schräg. Ich persönlich habe da jetzt noch nie jemanden übers Hinterrad absteigen sehen. Nichtsdestotrotz, allein die Vorstellung, hier übers Hinterrad absteigen zu können, macht einem Angst. Und wenn du hier im vierten Gang folgst, also hast du 220, 230, ich habe keine Ahnung, dann fliegst du bis in die Stadt rein. Und da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock und keiner von uns. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, schauen wir uns mal die Gashand an. Okay, es ist hier raus. Okay, das ist nochmal einfach so ein. So ein zaghaftes nochmal ans Gas gehen, möchte ich jetzt einfach sagen. Und das ist auch so ein permanentes Connecten mit dem Hinterrad. Ja, geht noch was. Es kommt auch darauf an, wie gut ist der Reifen, ist er neu, geht's. Lass du natürlich automatisch mehr stehen, weil du weniger Unruhe im Heck hast. Baut der Reifen ab, bist du tendenziell schon ein bisschen konservativer unterwegs und so ein bisschen passiver am Motorrad. Ne? Das ist so ein bisschen viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Jetzt hier über dieses Anbremsen auf, über diesen Rechtsknick auf die nachfolgende Linkskurve, ist es so, dass ich quasi links sitzen bleibe aus der langen Links raus. Es gibt ein paar, die setzen sich um nach rechts. Ich habe das schon probiert, fühle ich mich nicht wohl dabei. Ich bleibe links hocken, gehe quasi auf die Bremse und fahre hier über den Curb in Richtung der Linkskurve. Der Rechtsknick interessiert mich eigentlich gar nicht. Das Moped ist so leicht, minimal in Rechtsschräglage. Man sieht, es neigt sich so ein bisschen rüber, es ist aber marginal. Da kannst du eigentlich auf der Bremse eigentlich alles machen. Das ist eigentlich, das spielt eigentlich auf der Bremse keine Rolle. Da ist relativ genug Auflagefläche am Vorderreifen vorhanden. Da brauchst du jetzt nicht Angst haben, dass dir das Vorderrad einklappt, solange du
die gerade machst, ne, die gerade hier schön über den Körb. Und auch der Körb hat mega Grip. Ich nehme den Körb auch bewusst mit, weil das da vorne relativ eng wird. Und ich muss in Most einfach die Streckenbreite nutzen, weil du hast in Most keine Streckenbreite. In Brünn, wenn du 2 Meter auslaust Richtung Innen und Außen, dann ist das immer noch breiter als wie das, gesamt. Und das ist auch für den Kopf so ein Thema, weil umso schmäler die Strecke, desto schneller sieht alles aus. Und wenn alles schnell aussieht, dann machst du tendenziell einfach ganz unterbewusst das Gas nicht so weit auf oder früher zu oder du bremst, weil du halt das Gefühl hast von, hey, schnell. Du hast nur 2 Faktoren, 2 Einflüsse, die das Geschwindigkeit vermitteln. Das ist die Optik, ne? Wie schnell kommt was auf dich zu oder wie schnell bewegt sich was neben dir und das Körpergefühl, wie bewegt sich dein Körper und dein Motorrad. Das sind die Faktoren, die dir zeigen, hey, wie schnell fährst du. Und wenn was schmal wird, dann fühlt es sich automatisch schnell an. Fahr durch eine Landstraßenbaumallee, die ganz eng ist mit 50 km/h, das kann schon schnell sein, oder über einen Trampelpfad und dann fährst du auf der Autobahn, die 25 Meter breit ist und es fühlt sich an nach gar nichts. Ne? Also das ist ein Thema und deswegen ist es auch wichtig, weit vorauszuschauen. Wenn ich jetzt hier bin, dann interessiert mich der Punkt hier, dieser Körb, der interessiert mich jetzt einen feuchten Furz. Auf den achte ich gar nicht mehr, auf den gucke ich noch nicht mal mehr. Der ist quasi irrelevant. Mein Blick, mein Fokus ist schon da vorne, in dieser Links. Also ich versuche schon den Scheitelpunkt da vorne zu suchen. Wo ist er? Und alles, was hier vor mir ist, dieser Körb, auf dem ich quasi fahre, ist komplett out of focus. Das ist verschwommen, den sehe ich nicht. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sehen, wenn dann hier ein Hase drüber läuft. Also ich kann quasi bestätigen, treffe ich die Linie oder treffe ich sie nicht, weil das automatisch im peripheren Sehen ist. Ich schaue jetzt durch in die Kamera, mein Fokus liegt auf dem Objektiv hier oben am Handy. Ich sehe meine Hand aber trotzdem bewegen. Ne? Also wenn hier eine Hand reinkommt, dann sehe ich, oh, hier ist eine Hand, obwohl ich hier im Fokus bin. Das heißt, mein Fokus liegt auf der nächsten Linkskurve, und mein Unterbewusstsein und mein Autofokus bestätigt, ja, ich bin auf der richtigen Linie. Wenn du aber hier vor das Vorderrad auf diesen Körb guckst, dann macht speziell der Körb durch das Rot-Weiß-Rot-Weiß eine schnelle Bewegung und dein Hirn sagt, schnell. Also bremst du noch stärker und noch länger, was vielleicht gar nicht mehr notwendig wäre, weil der Platz Richtung zu der Linkskurve auf den Linksscheitelpunkt ist noch viel genug. Dazu brauchst du gar nicht mehr so krass hart verzögern. Das ist ein wichtiger Profi-Insider-Tipp, den ganz, ganz wenige A wissen, B beherzigen und zum letzten umsetzen können. Das ist extrem schwierig. So, also wir bleiben komplett links sitzen, eigentlich aus der engen links raus, über die schnelle links bis hin zu der nächsten links hier, bleibe links sitzen, ich spare mir die Arbeit. Das Hochkommen nach dem Willi war anstrengend genug. So, verzögern bis zum Scheitelpunkt. Hier sind wir innen, ungefähr hier, wo diese orange, was ist denn das? Das ist, keine Ahnung. Dieses orange etwas. Hier sind wir bis innen. Hier habe ich kurz vorher die Bremse gelöst. Also bremsen tun wir quasi bis hier. Dann lösen wir die Bremse. Sofort wieder das Stützgas öffnen. Seht ihr das an der Hand? So, jetzt ist das Gas noch zu. Bremse loslassen. Gas ist noch zu, jetzt ist schon wieder Stützgas angesagt. So, um die Geschwindigkeit zu behalten, nicht noch langsamer zu werden, um das Motorrad nicht noch stärker abzustechen, sondern gleich wieder einfach nur 5% Drosselklappe, die Geschwindigkeit behalten. Und jetzt hier lang innen bleiben, um einen schönen Schwung auf die nächste rechts zu generieren. So, und jetzt kommt das Umsetzen, das ist wieder, da hole ich das Motorrad von links auf rechts wieder mit so einem Wupp, Gasstoß hoch. Zack, schließe das Gas, man hat es jetzt kurz gesehen. Ja, das ist der Gasstoß gewesen noch. Wupp, ich beschleunige quasi so ein bisschen in die Rechtskurve hinein, so wupp, und dann drehe ich das Gas, roll das Gas wieder zu. Zack. Aber das ist nur ein kurzer Moment, habt ihr gesehen, das ist einmal kurz Gas zu und schon wieder dran. Warum? In dem Moment, wo ich das Gas nochmal langsam zuroll, kriege ich nochmal diese eine Last aufs Vorderrad, die ich gern haben möchte, um nochmal enger zu gehen. Bremsen ist nicht notwendig, dann wäre ich zu langsam, aber ich möchte kurz so, in Bayern sagt man, ein Lupferer. Vielleicht sagt das auch der Schweizer, ich weiß nicht, oder der Österreicher. Aber wir sagen, ich mache da nochmal einen kurzen Lupferer, um das Motorrad nochmal enger reinzukriegen, aber gehe sofort im Zuge dessen wieder dran. Das heißt, ich kriege kurzen ein Patch aufs Vorderrad, um nochmal so ein bisschen zum Vertrauen zu kriegen und gehe dann aber smooth wieder an Stützgas ran, um sie nicht so rauszuheben, sondern
wieder langsam. Weil mit der aufbauenden Schräglage erhöhe ich den Druck aufs Vorderrad und wenn ich das Stützgas wieder anlege, minimiere ich den Druck wieder, sodass es quasi in einer Linie bleibt. Das eine hebt das andere auf und gleicht es, balanciert es quasi aus. Crazy, ne? Das mache ich im Übrigen teilweise auch unterbewusst. Ich schaue mir das nochmal kurz an. Also hier setzen wir um, das ist alles unter Zug. Also einmal kurz lupfen und wieder an Stützgas ran. Sofort wieder ran an Stützgas. Schauen wir wieder auf die Linie. So, und hier müssen wir, nehmen wir noch weiter hinter nochmal. So, hier sind wir innen. Genau. Und hier müssen wir ein bisschen weiter raus. Man könnte auch noch weiter rausgehen, ist aber in dem Fall nicht vonnöten, glaube ich. Und das ist alles so ein bisschen unter Zug. So. Und jetzt ist es wichtig, nochmal die Gerade hier zu finden. Hier ist theoretisch nochmal eine. Und zwar über diesen rechten Curb hier, der hier kommt, vor uns, über diesen rechten Curb auf den linken Curb als nächstes. Da versuche ich imaginär von oben herab eine Gerade zu sehen und die zu so halbwegs, also eine ganze Gerade wird es nicht sein, aber sie wird so ein bisschen verbogen sein, ne? Aber so gerade als möglich. Weil wenn es gerade ist, ist Moped aufrecht und ich kann... Und ich möchte hier nochmal Gas geben. Und dann höre... Es ist nur ein kurzer Moment, ist nur ein Run, aber es ist nochmal Vollgas über die Curbs. Also einmal über den rechten Curb. Hier. Und zwar direkt auf dem Curb. Ja, das ist auf dem Curb. Und hier drüben nochmal. Und das ist nochmal... Gucken wir gleich noch. Genau, also das ist quasi so ein und dabei geht aber der eine Finger schon zur Bremse, um so früh es möglich den Unterschied zwischen Gas und Bremse zu haben. Weil wenn ich den Finger hier nicht habe und erst das Gas zumachen würde und dann auf die Bremse, dann würde der Moment vielleicht zu lang dauern. Und ich könnte vielleicht nicht zu spät bremsen. Das heißt, ich mache das mit dem Finger eigentlich schon, um mehr oder minder in dem Moment, wo ich das Gas schließe, schon in die Bremse reingreifen zu können, um so lange wie möglich das Gas halten zu können. Weil das ist nur ein kurzer Moment. Auch wenn das ein paar Meter sind, wenn man da zu Fuß geht, dauert es ewig. Aber am Moped ist es echt ein kurzer Moment, wo du da einmal das Gas aufdrehst. So. So, wir sind hier wieder voll am Curb. Warum mache ich das? Um hier einfach die Gerade zu ziehen. Du darfst halt nicht hier reinkommen in diese komische grüne Kante hier. Da hast du keinen Bock drauf. Sondern bist du wieder leicht in Linksschräglage und ich bleibe aber rechts sitzen. Genauso wie andersrum, quasi wie wir Eingang in dieses Geschlängle links sitzen geblieben sind, obwohl wir noch in diesem Rechtsknick waren. So ist es hier quasi andersrum, um halt dieses Umsetzen zu ersparen und das geht ohne Probleme. Und da bremse ich rein nur mit einem Finger, warum auch, weil natürlich auch die Kombination hier dieses nochmal richtig hart kurz beschleunigen und dann die Bremse, da habe ich es irgendwie nie geschafft, den zweiten Finger mitzukriegen. Das kostet ein bisschen Training im Finger. Du musst Fingerhageln machen. Fingerhageln ist ein bayerisches Kampfspiel. So, gucken wir uns nochmal die Linie dazu an. Ja, das könnte ein bisschen schneller gehen hier, muss ich echt sagen. Aber es ist Frame per Second. Ne? So, Linie an und für sich. So, wir sehen, Moped ist leicht nach links. Hier ist ein Kanaldeckel. So, und jetzt gehe ich auf einen knallhart direkten Weg. Auf einen knallhart direkten Weg. Also nicht irgendwie lange ausholen auf diese rechts. Das machen ganz viele falsch. Wenn du hier ausholst auf diese rechts Spitzkehre, dann hast du ein Problem. Und zwar ist die Gerade, auf der wir jetzt noch sind, keine Gerade mehr, weil ich muss ja dann quasi erstmal nach links abbiegen. Und dieses nach links abbiegen kostet mich so viel Speed auf diese kurze Gerade, dass ich das nicht mache. Das heißt, ich fahre so gerade als möglich auf diese enge Rechtskurve zu. Klingt crazy, sieht auch crazy aus in dem Moment für jemanden, der das nicht kennt, der sagt, Moment mal, der fährt hier die Kurve von innen an, bleibt innen und fährt innen wieder raus, gefühlt. Der fährt die einfach komplett innen. Das ist aber tatsächlich schneller, weil du hier dadurch schneller anfahren kannst. Die Kurve an und für sich ist zwar dadurch wahrscheinlich langsamer, als wenn ich die Kurve von ganz außen anfahren könnte, aber ich würde an diesem kurzen geraden Stück so viel Zeit verlieren, dass das in der Balance nicht mehr zusammenstimmt. Und deswegen die Gerade und deswegen die Rechtskurve, die Spitzkehre spitz anfahren. Einfach merken, Spitzkehre spitz.
Und dann bin ich ganz dran, sofort am Körb und bleib auch dran. Das ist einfach innen, innen, innen. Du kommst innen ran und trotzdem bist du hier extrem schnell. Und hier ist auch wichtig, bis zum Körb Ende innen zu bleiben. Schauen wir uns mal hier kurz an. Wir sind hier mit dem Reifen direkt an der weißen Linie, mit dem Oberkörper schön über dem Körb. Schauen wir uns den Eingang nochmal von dieser Perspektive an. Das heißt, wir bleiben auch aus dieser langen Rechtskurve von da hinten raus komplett rechts sitzen. Wir ändern nicht, wir setzen nicht um über den Linksknick auf rechts, auf links, sondern wir bleiben rechts. Knie schön am Tank beim Anbremsen, weil es natürlich ein hartes Bremsmanöver trotz einem Finger ist. Da ist schon Kräfte im Körper und im Bike und wir bremsen bis Knie am Boden. So, Stützgas. So, bevor ich die Kurve jetzt hier noch weiter, die nächste Kurve noch weiter mache, würde ich die noch gern abschließen. Hier ist es extrem wichtig, bis zum Curb innen zu bleiben, nämlich hier. Warum? Hier musst du richtig Meter machen und jetzt die nächste Passage ist einfach voll Vollgas. Das ist einfach ein All-In-Sektor und da brauchst du Big Balls. Und umso länger hier ich innen bleibe, desto gerader wird hier mein Ausgang und dann muss ein richtiger Pickup, ein richtiges Moped von mir wegdrücken kommen und nicht lange an einem Fleck verweilen am Körper, am Moped, sondern wirklich das Moped aufpicken und gib ihm. Und da bin ich im ersten Gang, glaube ich, oder zweiten. Ich weiß nicht, welche Übersetzung, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade gefahren habe, ein bisschen probiert. Und hier muss richtiges Pickup kommen und eben nicht da draußen, wo der Fahrer ist, sondern eben hier drin. Und jetzt habe ich noch hier außen wirklich Platz bis zum Körb und kann richtig Meter machen. Und schauen wir uns mal kurz das Pickup-Verhältnis nochmal an. Na, komm schon. Könnte schneller gehen, ne? Und hier ist eine Bewegung im Bike, ja, aber ich habe so früh Vollgas gegeben, das war halt schon kurz vorm mal richtig ausheben. Habe mich aber nicht irritieren lassen, ich bin nur einfach drauf geblieben. Ich habe versucht, das mit dem Körper so ein bisschen zu kompensieren. Was ich da immer gern mache, ist Arschheben aus dem Sattel, ja, das war schon fast, also aus dem Sattel und den Körper hochheben. Na, das sieht man, so versuche ich hoch zu gehen. In dem Moment sitze ich nicht mehr im Sattel, das heißt, der Körper, das Fahrwerk, das Federbein muss nicht mehr meine Kilo auch noch mit kompensieren so stark, sondern der Hebel ist auf dem Fußrasten einfach weniger als wie am Heckrahmen und dadurch erlaubt es mir quasi drauf zu bleiben und deswegen gehe ich so ein bisschen in die Mitte und stabilisiere das Motorrad, indem dass ich mit dem Körper hochgehe, das Knie ran an den Tank, Knieschluss stabilisieren, Lenker locker lassen. Wir sehen auch den Lenker ordentlich wackeln. Aber bei sowas ist auch einfach wichtig, lasst den Lenker nie los, aber haltet ihn nicht zu fest. In dem Moment, wo du den so festhältst, hat das Moped das Gefühl, also das Moped will richtig ausbrechen und geht es erst richtig los. Also wenn der mal pendelt, dann lass den pendeln. Dann geh mit und versuch den Arsch hochzuheben, versuch dich zu entspannen, locker zu bleiben, aber halt nie mit Krampf den Lenker fest. Das wirst du sowieso nicht halten können, wenn der richtig ausschlägt. Das ist das eine. Und zweitens schaukelt sich das Ganze, die ganze Dynamik noch viel weiter auf. So, ich würde sagen, das war Part 1. Wir haben 24 Minuten auf der Birne. Das war Part 1. Ich mache weiter mit Part 2 und Part 3. Wahrscheinlich wird es Part 3 werden. Das gibt es dann ein paar Tage später. Ich würde mich freuen, wenn ihr gerne in die Kommentare unten reinschreibt, ob ihr da was mitnehmen habt können bisher und ob ihr vielleicht noch Fragen habt zu Part 2 und Part 3, die ich mir jetzt schon notieren kann und dann vielleicht noch mit in den nächsten Parts mit einbauen kann. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr neu seid bei mir. Danke fürs Zuschauen. Bis bald und ciao.